Wenn du in einem Eigenheim wohnst und ein Arbeitszimmer zu Hause hast, dann droht dir tatsächlich eine sehr große Steuerfalle. Welche das genau ist und wie du sie vermeidest, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Mercher von der Kontist Steuerberatung und ein Heimarbeitsplatz oder ein Arbeitszimmer muss immer ein separates Arbeitszimmer sein. Also immer ein Zimmer, was man mit einer Tür abschließen kann. Und wenn du das hast zu Hause, dann kannst du tatsächlich den Grundriss deiner Wohnung nehmen und wenn das Arbeitszimmer beispielsweise 20% von deinem Wohnbereich ausmacht, dann kannst du 20% der tatsächlichen Kosten in deiner Buchhaltung als Betriebsausgabe absetzen. Das heißt, ich rede hier von den Mietkosten und den Mietnebenkosten und so weiter. Und das ist relativ attraktiv, weil die Beträge sind in der Regel relativ hoch. Damit das Ganze geht, brauchst du allerdings dieses separate Arbeitszimmer und es muss der Mittelpunkt deiner gesamten beruflichen Tätigkeit sein. Ich blende hier einfach mal so eine Matrix ein. Da siehst du das, dass du entweder die tatsächlichen Kosten absetzen kannst oder aber eine Pauschale in Höhe von 1250 Euro oder aber, wenn du kein separates Arbeitszimmer hast, eine Homeoffice-Pauschale in Höhe von 6 Euro pro Tag. Das heißt, es gibt grundsätzlich ein paar Möglichkeiten, wie du dein Homeoffice in deiner Steuererklärung, in deiner Buchhaltung berücksichtigen kannst. Und das Ganze gilt natürlich nicht nur für Mietwohnungen, sondern auch für Wohneigentum. Also wenn du ein Haus kaufst und da drin Arbeitszimmer hast in deinem Haus, dann kannst du genauso anteilig die Kosten absetzen. Das heißt, es müssen nicht anteilige Mietkosten sein, es können auch anteilige Finanzierungskosten sein. Und dann setzt du halt in dem Beispiel 20 Quadratmeter Arbeitszimmer, 100 Quadratmeter Wohnung oder Haus, kannst du halt 20% von der Grundsteuer, Strom, Gas, Wasser und so weiter, aber tatsächlich auch von den Zinsen, die du an die Bank zahlst, als Betriebsausgabe buchen. Insgesamt klingt also die Absetzbarkeit der tatsächlichen Kosten finanziell erstmal sehr attraktiv. Tatsächlich ergibt sich hier aber eine große, meiner Meinung nach auch wirklich gefährliche Steuerfalle. Also wenn du ein Arbeitszimmer in deinem Eigenheim hast, dann wird dieses Arbeitszimmer zum Betriebsvermögen. Das heißt, wenn du dir heute ein Haus kaufst, 100 Quadratmeter und 20 Quadratmeter ist dein Arbeitszimmer, dann sind diese 20 Quadratmeter Betriebsvermögen und der Rest des Hauses, der Wohnung, also die 80%, dein Privatvermögen. Das heißt, du hältst Teile deines Hauses im Privatvermögen und Teile des Hauses im Betriebsvermögen. Warum ist das ein Problem? Für private Immobilien hast du eine Spekulationsfrist von 10 Jahren. Also wenn du 10 Jahre oder besser gesagt mehr als 10 Jahre, beispielsweise 11 Jahre in deinem Haus wohnst und es dann verkaufst, dann sind Gewinne, die du mit diesem Verkauf machst, steuerfrei. Das gilt aber nur für den privaten Anteil und nicht für den Anteil, der im Betriebsvermögen ist. Diese 10-jährige Spekulationsfrist gilt nämlich nicht für Betriebsvermögen. Das heißt, wenn du dir heute ein Haus kaufst, 20% davon ordnest du dem Betriebsvermögen zu, um die Kosten geltend zu machen, dann ist im Verkaufsfall tatsächlich der Verkaufserlös steuerpflichtig. Und das kann dazu führen, dass am Ende die Steuerbelastung sogar höher ist als die Steuerersparnis, die du dadurch hast, dass du die tatsächlichen Kosten ansetzen konntest. Das heißt, wenn wir hier über ein Eigenheim reden, musst du unbedingt einmal durchkalkulieren, ob sich das Ganze überhaupt für dich rechnet oder ob du nicht lieber das ganze Haus in deinem Privatvermögen haben möchtest. Ich glaube, das Ganze wird relativ anschaubar, wenn wir das Ganze einfach mal anhand eines Beispiels durchspielen. Und zwar gehen wir davon aus, dass ich eine Immobilie kaufe. Und zwar im Jahr 2020. Für diese Immobilie zahle ich 1 Million Euro. Und zwar glatt, inklusive allem. Und zwar hat diese Immobilie 100 Quadratmeter. Es ist also relativ teuer pro Quadratmeter. Die Lage scheint offensichtlich ganz gut zu sein. Und wie ich die ganzen Beispiele schon gestrickt habe, natürlich habe ich mein Arbeitszimmer da drin. Und zwar 20 Quadratmeter. Das heißt, exakt 20% meiner Immobilie entfällt auf das Arbeitszimmer. Das bedeutet auch, dass 20% der Anschaffungskosten Betriebsausgaben sind. Das heißt, ich kann jetzt hier hingehen und sagen, naja, von den 1 Million Euro entfallen 800.000 Euro auf den privaten Anteil und 200.000 Euro auf den betrieblichen Anteil. Und genau dieses Arbeitszimmer wird dadurch Betriebsvermögen. Das führt dazu, dass ich alle Kosten, die ich im Zusammenhang mit diesen 20% habe, von der Steuer absetzen kann. Und das sind einmal die Finanzierungskosten, also die Zinsen, aber ich kann den ganzen Anteil auch abschreiben und diese Abschreibung als Betriebsausgabe buchen. Das heißt, bei 200.000 Euro und 3% Abschreibung pro Jahr sind das 6.000 Euro an Abschreibungen, die ich jedes Jahr von der Steuer absetzen kann. Gehen wir jetzt noch davon aus, dass ich mit Zinsen, Strom, Gas, Wasser, Grundsteuer, Versicherungen und so weiter nochmal 2.000 Euro im Jahr an Kosten habe. Das heißt, ich habe einmal 6.000 Euro Abschreibung, 2.000 Euro an sonstigen Kosten, sind 8.000 Euro, die ich insgesamt pro Jahr habe.
steuerlich ansetzen kann. Das heißt, diese 8.000 Euro buche ich in meiner Buchhaltung ein, die reduzieren meinen Gewinn und ich muss entsprechend weniger Steuern bezahlen. Das Ganze geht natürlich nur, wir erinnern uns, wenn das der Mittelpunkt meiner gesamten geschäftlichen, beruflichen Tätigkeit ist. Jetzt ist es aber so, dass ich in dem ganzen Haus wohne und so nach 11 Jahren denke ich mir, eigentlich möchte ich gerne umziehen. Der Grund ist vollkommen egal. Ich möchte gerne umziehen und verkaufe mein Haus. Und wie es so ist bei Immobilien, die Immobilienpreise steigen. Gerade bei den Immobilien in guten Lagen. Das heißt, nach 11 Jahren, im Jahr 2031, verkaufe ich meine Immobilie für 30% mehr. Das heißt, ich habe 30% Rendite gemacht über diese 11 Jahre. Das heißt, ich verkaufe meine Immobilie jetzt für 1,3 Millionen. Und das ist für den privaten Anteil vollkommen irrelevant. Da kann ich mich über die 30% Rendite freuen. Das Ganze ist steuerfrei, weil es diese Spekulationsfrist von 10 Jahren gibt und nach 11 Jahren ist die ausgelaufen. Das heißt, die gesamten Gewinne sind für mich steuerfrei. Das gilt allerdings nicht fürs Betriebsvermögen. Und 20% von meiner Immobilie entfallen ja auf das Betriebsvermögen. Das heißt, auch da bedeutet das, dass ich eine Wertsteigerung hatte. Und zwar in Höhe von 30%. Das heißt, der Anteil von 200.000 ist jetzt angewachsen auf 260.000. Das heißt, für das Betriebsvermögen bekomme ich jetzt 260.000. Und den Gewinn, den muss ich natürlich berechnen. Also der Umsatz ist erstmal 260.000. Dann habe ich aber Anschaffungskosten gehabt. Aber diese Anschaffungskosten reduzieren sich mit der Zeit in Höhe der Abschreibung. Das heißt, ich habe 11 Jahre lang immer 3% von den Anschaffungskosten abgezogen. Das heißt, es gibt jetzt einen aktuellen Buchwert. Und der ist 200.000 Euro minus 3%, also 11 mal 3%. Das sind, das habe ich einmal ausgerechnet, 143.060,28 €. Das heißt, das ist der Restbuchwert nach genau 11 Jahren. Und wenn ich jetzt 260.000 Verkaufserlös minus den Restbuchwert in Höhe von 143.000 rechne, dann habe ich einen Gewinn von 117.000 Euro. Und diese 117.000 Euro sind jetzt nicht steuerfrei, das sind Betriebseinnahmen. Steuerpflichtige Betriebseinnahmen. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich einen privaten Durchschnittssteuersatz von 40% habe, muss ich also auf diesen steuerpflichtigen Gewinn Steuern zahlen in Höhe von 46.775,89 €. Das heißt, ich muss ungefähr 47.000 Euro Steuern zahlen dafür, dass ich jetzt dieses Betriebsvermögen veräußert habe. Jetzt denkst du dir vielleicht, naja, wo Gewinn ist, da kann man auch Steuern bezahlen, er soll sich mal nicht so haben, der Typ aus dem Video. Aber schauen wir uns doch einmal an, wie unterm Strich eigentlich die Steuerbelastung aussieht. Und zwar haben wir ja auch in den 11 Jahren, in dem ich quasi in meinem Eigenheim, in dem Arbeitszimmer gearbeitet habe, die Kosten angesetzt und dadurch hatte ich ja auch eine Steuerersparnis. Und schauen wir uns einfach mal an, wie hoch war denn diese Steuerersparnis? Wir erinnern uns, ich hatte tatsächlich einen Kosten, Abschreibung plus tatsächlich Anteile Kosten in Höhe von 8.000 Euro pro Jahr. Das habe ich jetzt 11 Jahre lang abgesetzt, das heißt 11 mal 8.000 Euro. Das heißt, über diese 11 Jahre habe ich insgesamt 88.000 Euro an Kosten gehabt. Auch hier rechne ich einmal mit meinem durchschnittlichen Steuersatz von 40%. Das heißt, ich habe gespart in diesen 11 Jahren 40% von 88.000 Euro. Das sind 35.200 Euro. Das heißt, das ist das, was ich an Steuern gespart habe, dadurch, dass ich das Arbeitszimmer in meiner Buchhaltung berücksichtigt habe. Wenn ich jetzt einmal die Steuerbelastung beim Verkauf anschaue und die Steuerentlastung, die ich über diese 11 Jahre hatte, fällt mir auf, dass die Steuerbelastung beim Verkauf höher ist, und zwar um 11.575,89 € höher. Das heißt, es ist nicht nur so, dass ich beim Verkauf des Arbeitszimmers Steuern zahlen muss, sondern ich muss auch den gesamten steuerlichen Vorteil, den ich in den 11 Jahren hatte, einmal zum Verkaufszeitpunkt quasi zurückbezahlen. Und insgesamt ist es über 11.000 Euro mehr Steuerbelastung, als wenn ich das einfach komplett nie gemacht hätte. Und das ist immer noch das bessere Szenario. Wenn ich nicht die Vorteile hatte, dass ich die gesamten anteiligen Kosten absetzen konnte, dann darf ich pro Jahr ja keine 8.000 Euro absetzen, sondern nur 1.250 Euro. Das Ganze ist also deutlich unattraktiver. Aber rechnen wir das gerne auch noch einmal aus. Wenn ich jetzt 11 Jahre einfach nur 1.250 Euro absetzen konnte, habe ich in diesen 11 Jahren ja insgesamt 13.750 Euro als Kosten für mein Homeoffice abgesetzt. Das heißt deutlich weniger. Und auch hier hatte ich natürlich trotzdem eine Steuerersparnis. Und zwar insgesamt in den 11 Jahren sind das 40% von den 13.750 Euro. Das sind 5.500 Euro. Das heißt, ich hatte in den 11 Jahren eine Steuersparnis in Höhe von 5.500 Euro und muss jetzt beim Verkauf der Immobilie ungefähr 46.775 Euro
tatsächlich an Steuern bezahlen. Das heißt, in diesem Fall wäre es eine regelrechte Katastrophe, weil ich tatsächlich einfach über 40.000 Euro mehr Steuern bezahlen müsste, als wenn ich dieses Arbeitszimmer einfach nie angesetzt hätte. Tja, was kann man dazu sagen? Was für ein Mist. Was kann ich in solchen Fällen raten? Versuche wirklich auf Teufel komm raus zu vermeiden, dass du in deinem Eigenheim ein Arbeitszimmer hast. Also versuche, Betriebsvermögen in deinen eigenen vier Wänden zu vermeiden. Und wir haben seit 2023 auch noch diese Homeoffice-Pauschale. Die kannst du auch absetzen, wenn du kein separates Arbeitszimmer hast. Die beträgt 6 Euro pro Tag. Die kannst du aber an bis zu 210 Tagen pro Jahr absetzen. Das heißt, 210 mal 6 Euro sind 1260 Euro. Und die kannst du absetzen, auch wenn du gar nichts von deinem Eigenheim dem Betriebsvermögen zuordnest. Deswegen wäre meine persönliche Empfehlung, wähle, unabhängig davon, wie viel tatsächliche Kosten du hast, wähle diese Homeoffice-Pauschale, setze einfach bis zu 1260 Euro pro Jahr an und vermeide, dass du Betriebsvermögen in deinen eigenen vier Wänden hast. Abschließend zu diesem Video möchte ich noch einmal darauf hinweisen, das Ganze gilt wirklich nur für die eigenen vier Wände. Wenn du in einer Mietswohnung wohnst, dann gilt das Ganze nicht, dann zahlst du ja die Miete, die eher eine Nutzungsgebühr sind. Das heißt, da begründest du kein Betriebsvermögen durch die Mietzahlungen. Im Falle von Mietwohnungen ist es also überhaupt gar kein Problem, die Wohnung aufzuteilen und einen Teil konsequent als Betriebsausgabe zu buchen und den anderen privat zu handhaben. Dieses ganze Thema gibt es wirklich nur im Falle des Eigenheims. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und ich hoffe, dass du nicht den Fehler gemacht hast, dass du in deinem Eigenheim jetzt ein separates Arbeitszimmer hast. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video. Wenn du gerne in deiner Selbstständigkeit einen kompetenten Steuerberater an deiner Seite hättest, der dich auch auf solche Dinge aufmerksam macht, dann schau dir doch einmal an, was wir für dich machen können. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige. Und wie wir zusammenarbeiten können, erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Ansonsten kannst du natürlich auch erstmal weitere Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.